Dieser Teil wird eher nicht prüfungsrelevant sein. Das ist aber nur so, damit Sie nochmal einen Gesamtüberblick bekommen, was eigentlich die wesentlichen Kernelemente des maschinellen Lernens sind, worauf es hinausläuft. Da werde ich ein bisschen schneller drüber gehen. Auch hier sind Bemerkungsfolien, mit denen Sie nochmal nachlesen können. Was ist ein wesentliches Element des Machine Learnings? Nun, wie baue ich das Modell? Welche Modellfunktion setze ich an und wie repräsentiere ich denn die Objekte der realen Welt in der Modellwelt? Das ist von entscheidender Bedeutung. Und das hängt auch sehr stark davon ab, mit welchen Problemen Sie sich auseinandersetzen. Sie wollen, dass Ihre Objekte der realen Welt, sei es Schachbretter, seien es Bilder von Autos, seien es Bilder von einer Straßenszene, wo eine Entscheidung getroffen werden muss, wohin das Auto fährt, seien es E-Mails, so repräsentiert werden, dass das Problem auch wirklich sinnvoll gelöst werden kann. Das heißt, Sie brauchen irgendwelche Merkmale, die tatsächlich darauf hindeuten können, was denn hier bezüglich des zu lernenden Konzeptes wirklich eine Rolle spielt und auf welche Dinge man nicht achten muss. Bislang war es eigentlich immer so, dass man da die menschlichen Experten fragte, worauf kommt es denn an? Was sind die wichtigen Kriterien, nach denen man Entscheidungen treffen kann? Und die mussten dann verschiedene Dinge anführen oder möglichst viele informative Dinge anführen. Aber es gibt mit den tiefen neuronalen Netzen auch die Möglichkeit des sogenannten Representation Learnings, dass man bezüglich eines Zielkonzeptes auch erlernen kann, was denn eine gute Repräsentation ist. Es stellt sich außerdem die Frage, wie genau sollte eigentlich die Repräsentation sein? Die Frage nach dem Abstraktionsgrad. Bei den Beispielen, die Sie gesehen haben, beim Schachbrett zum Beispiel, beim Schachbeispiel, da waren wir sicherlich ein bisschen zu abstrakt, um damit einen Schachcomputer bauen zu können, der tatsächlich Großmeister schlägt. Da ist schon ein bisschen mehr nötig. Aber bei anderen Problemen wie Spam versus Ham, da war es schon ziemlich realistisch. Woran soll ich sonst festmachen, außer vielleicht an dem, was in der E-Mail drinsteht und vielleicht noch ein paar Metainformationen? Viel mehr haben wir nicht. Das zweite wichtige Designelement sehen wir hier nochmal abstrahiert dargestellt. Es besteht aus mehreren Teilen. Das sind die verschiedenen Daten, die Sie zusammenstellen müssen. Woher kommen die Daten? Wer stellt sie bereit? Wer sind die ExpertInnen, die Ihnen die Klassen liefern? Sind die Daten repräsentativ für die reale Welt, in der Sie Aufgaben lösen wollen? Welche Aufgabe wollen Sie überhaupt lösen? Und wir werden uns hier in der Vorlesung einfach der Konsistenz halber, um jetzt nicht ständig die Komplexität zu erhöhen, eher auf die binäre Klassifikation abzielen, aber viele der Verfahren lassen sich natürlich verallgemeinern. Was ist die Modellfunktion? Sie haben eine Reihe von Beispielen angedeutet bekommen und ein konkretes Beispiel, das eine große Rolle spielt, gesehen, nämlich die lineare Funktion. Was ist daraufhin bezüglich der Modellfunktion der sogenannte Hypothesenraum, das heißt der Raum der Möglichkeiten, die Modellfunktion mit Parametern auszustatten? Hier R hoch P plus 1 für die lineare Funktion bei P Parametern, bei P Features, Entschuldigung. Was ist die Fehlerfunktion, die ich ansetze? Ich habe den quadratischen Fehler genannt oder zumindest gesagt, was er ist. Hier ist er dann auch nochmal als Funktion genannt. Davon die Ableitung können wir nehmen, aber es gibt andere Fehlerfunktionen, die man ansetzen kann. Und wir werden auch welche davon sehen. Regularisierung haben wir erstmal keine hier gehabt, aber das ist noch eine andere Möglichkeit, um das Lernverfahren ein bisschen einzuschränken. Und was wird denn hier tatsächlich optimiert? Also das heißt, wir wollen den quadratischen Fehler minimieren. Und dann, was ist der Optimierungsansatz, den wir wählen möchten? Hier haben wir ein bekanntes Verfahren gewählt, das ist der stochastische Gradientenabstieg. Weitere wichtige Fragen, was sind denn überhaupt verschiedene Klassen von Modellfunktionen? Ein paar haben Sie schon gesehen. Wie kann man
diese Modellfunktionen am besten fitten, erlernen? Was sind die Maße, um den Erfolg der Modellfunktionen heranzuziehen? Über Evaluierung haben Sie noch gar nichts gehört. Bezüglich der Daten, die wir zusammenstellen können, sind denn unsere Expertinnen auch wirklich immer korrekt in ihren Entscheidungen, wenn sie Klassen zuordnen, oder machen die auch mal Fehler? Menschen machen Fehler, das heißt, wir haben gegebenenfalls in unseren Beispielen Rauschen von Fehlern. Wie viele Beispiele brauche ich überhaupt? Ich kann zu viele Beispiele haben, ich kann zu wenige Beispiele haben. Und sind denn jetzt, wenn ich mehr als eine Klasse habe, auch alle Klassen gleichmäßig vertreten? Oder gibt es eine Klasse, die so selten ist, dass es unglaublich teuer und schwer ist, sehr viele Beispiele dafür aufzutun, sodass man damit leben muss, dass man für bestimmte Klassen nur sehr wenige Beispiele hat? All das sind wichtige Faktoren, die man ansetzen muss. Die Modellfunktion und die Art der Repräsentation bestimmt meistens dann die Struktur des Feature-Raums, in dem wir uns bewegen können, und die schränkt dann auch die Algorithmen ein, die wir einsetzen können. Wir haben hier im hochdimensionalen Vektorraum den sogenannten Inner Product Space gesehen, für die MathematikerInnen unter Ihnen ein Prä-Hilbert-Raum oder, um es mit Schulmathematik klarer auszudrücken, ein euklidischer Vektorraum, auf dem das Dot-Produkt definiert ist. Wenn wir statistisches Lernen machen, dann bewegen wir uns in einem anderen Raum. Das ist die Sigma-Algebra, die Wahrscheinlichkeitsräume aufspannt und Wahrscheinlichkeitsmaße ermöglicht. Wenn wir uns mit Problemen auseinandersetzen, die man gar nicht numerisch erfassen kann oder auf diese Weise erfassen möchte, dann können wir auch einen Raum wählen, der zwar so aussieht wie ein Vektorraum, aber eigentlich nur aus nominellen Werten besteht. Das heißt, wir können auch sagen, etwas sei schön oder nicht schön, solche menschlichen Fuzzy-Konzepte ansetzen. Und daraus versuchen, etwas zu lernen, wenn wir nur genug Beispiele haben. Das Konzept lernen sehen Sie als nächstes in der Vorlesung. Es gibt verschiedene Ansätze, eine Klassifikation durchzuführen, diskriminativ oder generativ. Diskriminativ bedeutet, wenn wir eine Trennlinie zwischen Beispielen in einem hochdimensionalen Raum, die hier ein zweidimensionaler Raum ist, einführen. Generativ bedeutet, für die Beispielmengen, die verschiedenen Klassen, lernen wir, wo ist denn das Zentrum und was ist die Verteilung der Beispiele über den Raum? Das sind zwei grundlegend verschiedene Arten, etwas zu erlernen. Denn wenn ich jetzt ein Beispiel einführe und um eine Entscheidung bitte, ist die Linie hier eine klare Entscheidung. Auf dieser Seite der Linie handelt es sich um eher ein rotes Beispiel, auf der anderen Seite um eher grünes Plus. Hier können wir das Beispiel einschätzen bezüglich der Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu einer der beiden Klassen. Wie wahrscheinlich ist es denn, einen solchen Outlier aus dieser Klasse zu sehen? Wie wahrscheinlich ist es, einen Outlier aus dieser Klasse zu sehen? Zuletzt, und damit schließen wir dann auch heute, noch der Unterschied, gerade beim statistischen Lernen, zwischen frequentistischen und subjektivistischen Ansätzen. Hier am Beispiel des Münzwurfs. Wir haben irgendeinen Mechanismus, wie zum Beispiel den Münzwurf, der Zufall erzeugt, und wir wollen auch hier gegebenenfalls etwas lernen. Und wir sammeln einfach eine Reihe von Münzwürfen und stellen uns die Frage, ist die Münze denn fair? Und alles, was wir hier machen können, ist zum Beispiel den Parameter, wenn wir hier eine bestimmte Art von Modellfunktion wählen, den Parameter für die Wahrscheinlichkeit der Fairness der Münze, das heißt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Kopf oder Zahl fällt, Theta anzusetzen hier. Und zum Beispiel die Binomialverteilung anzusetzen. Und hier geht es dann darum, als Modellfunktion, und hier geht es dann darum herauszufinden, anhand der Daten, die wir haben, die wir aus vielen Münzwürfen gesammelt haben, welche Wahrscheinlichkeit ist denn wahrscheinlich die richtige hier? Ist es eine faire Münze oder nicht? Sie wissen, auch bei einer langen Kette von Zufallsversuchen muss nicht immer 50-50 rauskommen, wenn die Münze eigentlich fair ist. Das heißt, hier haben wir ein Optimierungsproblem herauszufinden, ob die Münze fair ist oder nicht. Demgegenüber können wir aber auch subjektivistische Sichtweisen anwenden und fragen, zum Beispiel in Fällen, wo wir nicht die Münze in die Hand bekommen und viele Würfe machen können, um etwas herauszufinden, sondern wo wir nur die Person, die uns die Münze präsentiert, den Hütchenspieler um die Ecke oder den Croupier im Casino einzuschätzen, ob er oder sie tatsächlich eine faire Münze anbietet oder nicht.
Das können wir nicht auf Basis eines frequentistischen Ansatzes, sondern wir müssen eine subjektive Einschätzung treffen. Wir müssen Wissen ausnutzen, unser Bauchgefühl, Menschen einzuschätzen, die Umgebung, in der wir uns befinden oder andere Kriterien. Und wir können dann jetzt uns selbst befragen, wenn wir eine solche Person sehen, wird die Münze fair sein oder nicht? Und der Ansatz, der hier gemacht wurde, ist wahrscheinlich fair zu 95%, aber sie könnte auch gebiased sein, 3/4 Kopf versus 1/4 Zahl zu 5%. Das kann man verrechnen mit Hilfe dem Satz von Bayes, und das ist dann das Bayesche Lernen, und am Ende können wir unser Wissen bzw. unsere Vermutung, unser Best Guess, auch damit verrechnen, um herauszufinden, was denn tatsächlich vorliegt und etwas zu erlernen. Das sind nur verschiedene Elemente, die man ansetzen kann, um maschinelles Lernen zu betreiben, und wir wollen Ihnen das in seiner ganzen Breite vermitteln. Das war jetzt sehr schnell, wie gesagt, Sie finden nochmal sehr viele Details hier auf den Remarks-Folien. Vielen Dank.